Es fängt von einem Klischee an, der Organist kommt sonntags immer 5 Minuten vor knapp mit so 3 zerfledderten Blättern unterm Arm. Habe ich schon ganz oft gehört. Höre ich ganz oft, ja, wenn du Orgel spielst, dann kannst du ja bestimmt auch aus Dracula die Musik spielen. Ich glaube, das ist das typischste Klischee, was es überhaupt gibt. Ich studiere Kirchenmusik, weil das von mir ein Kindheitstraum ist. Als ich in der 2. Klasse war, hatte ich mir als Kind in den Kopf gesetzt, Kantor zu werden. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ja, ich bin einfach total begeistert erstmal von der Orgel. Also für mich ist die Orgel auch das zentrale Instrument. Da sprudelt die Leidenschaft nur so heraus, wenn ich Orgel höre oder wenn ich selber auch Orgel spiele. Es gibt ja dieses Klischee, Kirchenmusiker würden nur Klassik hören. Das ist tatsächlich nicht der Fall bei mir. Ich liebe es natürlich auch, eine Bach-Kantate zu hören, aber ich höre genauso auch andere Sachen. Ich höre gerne ABBA zum Beispiel oder ja, also ganz kunterbunt eigentlich gemischt. Wenn jemand sagt, oh, Orgel ist nicht so meins, dann spiele ich die Filmmusik aus Fluch der Karibik und dann ändert sich ganz schnell mal die Meinung. Oder ich spiele mal irgendwie was von ABBA oder Music von John Miles zum Beispiel, wo die Orgel ganz leise beginnt und dann im Tutti endet und dann, boah, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Orgel ist. Und so kann man das Bild dann auch ändern und auch, dass man doch auch für Orgel begeistern kann. Felix studiert ja Kirchenmusik Klassik und er hat dieses Stück als Choralvorspiel, als eine Toccata arrangiert und gespielt auf der Orgel. Und ich habe daraus einen Misch aus Gospel und Pop-Begleitung gemacht. Die Besonderheit an den alten klassischen Chorälen ist ja, dass es sie eben schon so lange gibt und dass sie schon Generationen vor uns gesungen und gespielt haben. Wir als Kirchenmusiker haben eben auch die Möglichkeit, diese Tradition auch fortzuführen mit unseren bescheidenen Mitteln eben. Das ist was ganz Tolles. Also das, was vor 500 Jahren da war und entstanden ist, ist heute immer noch da und wird benutzt. Wo gibt es das nicht, wenn es in der Kirchenmusik ist? Aber Abschlussworte könnte ich jetzt nur noch sagen. Wir wollen ja auch nicht nur die eigene Begeisterung für uns behalten, sondern auch teilen. Und deswegen auch ganz wichtig ist, dass Menschen Kirchenmusik studieren. Das Arbeitsfeld ist groß, breit und bunt gestaltet. Es gibt immer Aufsicht auf eine gute Stelle, die man dann später auch nach dem Studium haben kann. Und Kirche bezahlt gut.